Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Fable 2. Wir sind es dabei, gleich irgendwann den Hexenkessel zu betreten. Und gucken wir gerade, was wir hier vorher noch erledigen können. Potztausend! Ihr seid wieder ja, da! Ja gut, 5000 kriegt er, weil... Wundervoll! Ich habe es auch irgendwie in Erinnerung, dass sich das definitiv lohnt. Ihr werdet über die und wir 2, 3, 4-fache zurückkriegen. Ich eröffne sofort mein neues Geschäft. Aber wenn die nicht alle so dumm im Weg rumstehen würden, ne? Dass man selber nicht mehr vernünftig laufen kann. Also los. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Haben wir hier noch irgendwas gehabt? Truhe, Grabungsort, etc. Nein. Hier glaube ich auch nicht mehr, ne? Hier aber der Friedhof. Ja, dann würde ich sagen, ach, Leute, raus, ab hier aus dem Weg. Und dann... Quatsch mal in die Oma an. Schaut mal, Murray. Ich frage mich, noch so ein paar Niemande, die um beim Hexenkessel mitmachen wollen. Meint weiß denn ihr, keiner, man dass man dazu berühmt machen? Sein muss? Tut mir leid, aber ich fürchte, das Geschäft ist ziemlich brutal. Und dabei geht es nicht nur um die blutigen Enthauptungen. Die Leute zahlen für große Namen. Wie Billy Witwenmacher oder Schraubstock Sally. Und nicht für Amateur. Ach ja, und wie heißt ihr? Ich? Mich kennt jeder. Ich bin Mad Dog, der Burger McGraw. Mhm. Der beste Hexenkesselkämpfer seiner Zeit. Ein bisschen doppelt gemoppelt, ne? Etwas zu viel des Guten, findet ihr nicht? Was? Was meint ihr? Wozu noch der Würger, wenn ihr schon Mad Dog heißt? Nicht so gerade gesagt. Tja, ist einschüchternd, was? Nee, lächerlich. Ich finde es verwirrend. Also, wenn jemand Karl-Heinz der Würger heißt, dann klingt das brutaler, oder nicht? Aber ihr seid ja nicht Mad Dog getauft. Hm, darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber sie hat recht. Ja. Nein, hat sie nicht. Doch. Wenn ihr wirklich kämpfen wollt, müsst ihr euch einen Namen machen, sonst geht ihr den Leuten am Ärmel vorbei. Glück, mehr braucht man nicht. Ein wenig Glück und man ist sofort berühmt. Eure Freundin lasse ich nicht rein. Soll sie ruhig hier draußen bleiben und sich über meinen Namen lustig machen. Genau. Ganz toll, Hammer. Ihr habt uns die Männer zum Feind gemacht, deren Hilfe wir brauchen. Genau, Hammer. Ganz toll gemacht. Einen von ihnen. Und jetzt kugel dich mal weg. Beeindrucken, Held. Und zwar alleine. 877 Punkte. Es gibt viele Punkte. Leute, denen du helfen oder wehtun kannst. Deine guten und schlechten Taten entscheiden über deinen Ruf. Scheiße, also echt eine Menge, ne? 877 Punkte. Boah, na, ich würde sagen, wir fangen mal ein bisschen an, einfach mit ein bisschen rumproleten. Das hat er gar nicht gezählt, wa? Ja, 38, okay, das rechnet sich noch, wenn wir das noch ein paar Mal machen. 8, 19. Ja, das können wir noch ein paar Mal machen. Aber ich glaube nicht, dass wir damit zeitnah jetzt auf Null kommen. Denn wir werden ja auch relativ schnell gleich gelangweilt sein. Mal gerade gucken, das war... Gegenstände.
10 an und einen Wechsel reinbringen. Ja, es sind auch nur 11 Punkte, ne? Nicht wirklich was. Das bringt nur ganze 8 Punkte. Ja, komm, dann hauen wir hier noch einmal. Wenn ihr dafür bezahlt, küsst euch keine Frau. Den raus. 607. Waren jetzt auch noch 7 Punkte, ne? Schon oder geht? Nee, also damit reißen wir jetzt echt nichts bis 0 runter. Können wir mal gucken, was wir hier an Questen noch haben. ...750 Ansehensbelohnung. Tempel sind nichts, wird von jetzt bei den Schattenanbietern bedroht. Ja, dann würde ich sagen, mal direkt dahin. Und danach haben wir dann ja auf jeden Fall die Arena frei. Ich hatte gehofft, ihr würdet zurückkehren. Der Tempel braucht wieder einen Beschützer. Wir haben immer durch die üble Hand der Kultisten des Tempels der Schatten gelitten. Aber ich fürchte, sie bereiten einen Großangriff auf uns vor. Anscheinend planen die Schattenanbeter, das heilige Wasser in der Quellhöhle zu vergiften. Wenn das geschieht, stirbt die goldene Eiche. Das wäre das Ende unseres Ordens, vielleicht sogar unseres Dorfes und all seiner Bewohner. Ihr habt uns schon einmal geholfen. Helft ihr uns nochmal? Ja, klar. Das Licht segnet uns erneut mit eurer Hilfe. Habt Dank. Zuerst müsst ihr die Statuen prüfen, aus denen das Wasser kommt. Vergewissert euch, dass sie nicht mit dem Makel des Bösen verseucht wurden. Die Schattenanbeter werden als nächstes die Hauptkammer ins Visier nehmen. Lasst nicht zu, dass sie sie schänden. Okay. Das war doch, glaube ich, auch gleich hier direkt ums Eck, ne? Schnellreise mussten wir, glaube ich, nicht machen. Ganove! Ihr gehört mir. Alter, was will er denn jetzt von mir hier, ey? Du mich mal im Auge. Das ist schon okay. Die Stände sind offen. Irgendwas fehlt mir gerade noch, irgendwelche Kugeln, aber egal. Oh, Schatten und Dunkel löscht aus
Ja, dafür, dass die hohlen Männer eigentlich das Wasser beschützen sollen, ne? Wie wir es gelehrt haben. Ist da jetzt nicht wirklich viel von zu sehen, ne? Du hörst erstmal auf mit deiner Beterei. Das ist ja lässig. Der ist von der Akustik aber auch nicht besser als sein Kollege gerade eben, ne? Und ist ja genau so eine Vollpfeife. Der würde ich sagen, auch direkt mal hin und ein ins Genick setzen. Weil das geht ja mal gar nicht. Das Licht ist natürlich hier ist echt gerade ein bisschen schäbig, ne? So, wir können uns leisten Inferno. Okay, möchte ich aber jetzt gar nicht, weil war mal total unwichtig. Leben, Schnelligkeit, Brachialgewalt. Sowas wäre jetzt irgendwie nochmal ein gutes Ziel, bevor wir dann nicht die Arena stürmen. Denkt ihr, ihr könnt mich aufhalten? So, Idewitz, warum kann ich ihn nicht angreifen? Ich kanalisiere die Energie des Quells des Lichts und nähre meine gottlosen Kräfte. Mir geschieht nichts. Schlachtet ihn. Ach so, er ist der Obermacker, genau. Und er schickt mir jetzt erst ein paar Idioten. Alles klar. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Hier ist dank des Nebels zumindest auch mal eine gute Sicht, wo man auch den Gegner findet. Oder auch wiederfindet, in dem Fall. Weil schwarz auf fast schwarzen Treppen ist einfach blöd, jemanden zu erkennen. Jetzt kann ich ihn nicht angreifen. Der Schatten. Erhebt euch. Ah, okay, da kommt noch eine Welle. Hohle Männer, jawohl. Die sind schnell platt. Hohle Männer sind immer irgendwie ganz dankbar für die natürlich. Schnell platt. Immer sofort dann ins B. Ne, den kann ich immer noch angreifen. Ah, nächste Welle. Alles klar. Glaubt ihr denn ernsthaft, dass er das mit hohen Männern aufhält? Ja.
Gott der Bote der Finsternis. Nee, den bin ich. Ah, jetzt kann ich ihn angreifen. Ja, für einen Obermacker eigentlich ziemlich schnell down, ne? Da haben seine Möchtegern Pseudos vorhin in den ersten Runden mehr ausgeheilt. Wir haben den Kampf gehört. Ist er wirklich vorbei? Du hast ihn gehört und du hast es gerade gesehen. Ist er also vorbei? Davon wird sich der Tempel der Schatten nie erholen. Wir sind gerettet. Schön. Ihr seid ein heiliger Champion, gesandt durch das Licht selbst. Habt Dank. Du bist berühmt genug, um Luftkuss zu... Jawohl, guck mal, also das ging noch echt schnell dann. Das war's. Fast jeder in Westcliff hat nun schon von dir gehört. Ja, weil ich einfach gut bin. Ja, dann würde ich sagen, mit der Schnellreise mal direkt wieder nach Westcliff und dann auf in die Arena, ne? Dass wir erstmal ordentlich Kohle machen. Jetzt kannst du zu den Hexenkesselwächtern zurückkehren. Ah, können wir doch auch direkt von hier aus, ja? Kessel, so Reisen. Ja, Bauerstorn im Buchladen, genau, da wollte ich eigentlich auch nochmal hin. Um meinen Hund mal auf dem Stern Schatzsucher und so hoch zu kriegen. Wenn ich selbst vielleicht nochmal einen schönen Boost. Hey, viel Glück da drinnen! Hab fast den Einzug verpasst. Aber das ging dann. Seht nur, wenn das kein Hexenkessel-Kandidat ist. Ihr macht einen ziemlichen Wirbel, was? Jeder hier kennt euren Namen. So viel Wirbel gab es um keinen Kandidaten mehr seit Nasenbruch, Nora. Erinnert ihr euch? Oh. Tja, also, ihr habt euch einen Platz in der Hexenkessel-Parade des fast sicheren Todes verdient. Mit Nora wäre ich auch gern in den Nahkampf gegangen. Was ist aus ihr geworden? Egal. Rüstet euch gewissenhaft aus, bevor ihr reingeht. Das Publikum ist immer sauer, wenn die Kämpfer zu schnell sterben. Aber die Überlebenden werden zur Legende und Teil von Luciens Armee. Ich glaube, kein Gewinner hat diese Gelegenheit je ausgeschlagen. Arbeit im Sicherheitssektor soll ja sehr lukrativ sein. Hunde haben keinen Zutritt. Sicherheit und Hygiene. Versteht ihr? Na gut. Dann würde ich sagen, rein mit uns. Was haben wir denn noch? 10 Minuten. Ich hoffe, dass wir in 10 Minuten die Folge das Ding hier durchkriegen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie viele Runden waren das denn? Sagen wir 10 Runden, 2 Minuten, wären 20 Minuten, wa? Ich würde ja gerne, ja, aber ich muss noch über die ethische Komplexität nachdenken. Echt? Tja, ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, aber ich, meine Glücksroben sind gerade leider eine Reinigung. Ich kann nicht als Nächster antreten, meine, ihr seid doch alle feige. Blickt Gorgoron nicht an. Gorgorons Zehennagel wächst ein. So ein garstiger Zehennagel. Ihr, der Neue, ihr habt Glück. Schwingt euren Hinter da rein. Vielleicht lest ihr die Regeln mal nach. Nicht, dass viele hier lesen könnten. Da wären wir also, Mad Dog. Der Schwelle zu grausen. Ah, 8 Runden, okay. Wo sich ein weiterer Kandidat der Herausforderung im Hexenkessel stellt.
5 perfekte Runden der Hauptpreis. Ja, gut. Ich weiß noch nicht mehr, wovon das ist abhängig, war ob perfekt oder nicht. 3, 2, 1, los! Oh, 100 Gold. Ob der kleine Anfänger unser blutrünstiges Publikum unterhalten kann, das sollte er, sonst wirft ihm niemand etwas zu, was ihm da unten weiterhilft. Zweite Welle. 3, 2, 1, los! Oh, da ist ja noch einer. Verdammt. Gemetzel versprochen und Gemetzel geboten. Und es sind immer noch 7 Runden. Ja, guck, den habe ich übersehen. Also habe ich es mit Sicherheit gerade versaut von der Zeit, von wegen perfekte Runde. Okay. Okay. Mittelmäßig, ja, das ist ja nicht so schön, ne? Das Gold da gerade echt nicht gekriegt, aber ich habe das Gefühl, wenn ich sehr viel einsammle, versaue ich mir die Runde komplett, ne? Der Hammer ist gut, definitiv, aber der ist zu langsam. Der ist hierfür viel zu langsam. Ich brauche hier echt eine schnellere Waffe. Runde 3. 3, 2, 1, los! Die dunkle Grube des gnadenlosen Verhängnisses, Murray. 2000 Goldstücke, ja, läuft.
komm schon. Gibt's doch gar nicht. Mit dem Hammer, das ist echt zum Kotzen. Da ist so viel Zeit, was hier verschenkt wird. Weil er viel, viel zu langsam ist. Der Hammer ist echt grottig hierfür. Total grottig. Und es stehen noch fünf aus. Super Runde. sieht denn das hier jetzt aus? Kriegen wir hier nicht? Was haben wir denn hier bei Verkaufen? Achso, das sind meine ganzen Tränke, ne? Kleidung verkaufen, was haben wir denn hier bei? Also, da kann schon mal einer von weg. Bettlerhemd kann auch weg. Ja, weg. Attraktivität brauchen wir ja nun gar nicht, ne? Ja, auch nicht. Ja, ist auf jeden Fall, wenn wir in gut spielen, 5 Sterne schon richtig geil. Attraktivität 5%, Eleganz 15%, Eleganz 5%. Das ist schon mal Hammer. Aber brauchen wir nicht. So, jetzt müssen wir gerade gucken, dass wir hier halt erstmal Vergleich. Waffen, Nahkampf, was kann er? 78. Ich bin sicher, wir haben, was ihr sucht. Waffen kaufen. Ja. Ja. 75 kann man uns definitiv noch nicht leisten. Ja, und da ist wieder. Es ist natürlich schneller. Das reißt nicht raus, ne? Reißt es nicht aus. Das heißt, wir brauchen im Minimum 13,7. Das ist natürlich mehr. Das Problem ist, dass ich hier nicht mal die ganzen Diamanten und Bücher verkaufen kann. Denn damit würden wir auf jeden Fall noch einiges rausholen. Waren hier nicht auch hohle Männer? Ja. Hohle Männer ist ja immer echt ausreichend, ne? Dafür ist er echt okay. Thank you.
Dumme ist halt, dass wir hier die Waffen nicht voll verkaufen können, ne? Wenn wir das erste den Hammer hier verkaufen könnten, dann hätten wir auf jeden Fall genug Money, um das nächste Ding da dann wirklich zu kaufen, ne? Ist halt doof, dass wir erst die neue Waffe kaufen müssen und dann erst die alte verkaufen können. Zumindest eine super Runde. Die wahren Kenner werden das Schlachtfest zu würdigen wissen, das wir hier heute bieten. Und es kommen noch vier weitere Runden. Ja, nochmal 2000, das ist schon ganz gut. Dann können wir das zumindest auch arbeiten. Ja. Oh, nun nimm das Ding doch da. Nimm doch. 100, ja. Und wie wir die Welle abschließen, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Runde. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn noch nicht geschehen, gerne auch einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.